und haben dann uns im April 2004 entschieden, dass die Firma Buchner Holzbau unser Haus baut. Ich muss dazu sagen, es waren mehrere Anbieter. Aus mehreren Anbietern. Ja. der uns am sympathischsten und am günstigsten war. Klar. Ja, und wir haben dann im April 2004 zum Bauen angefangen und unser Haus ist dann im Juni 2004 errichtet worden. Das ist innerhalb von 4 Tagen gestanden. Ich kann mich noch gut erinnern, am ersten Tag am Nachmittag sind die Bodenschwellen montiert worden. Am Tag danach, das war praktisch der Tag 2, das Erdgeschoss und die Decken. Dann am dritten Tag schon das Obergeschoss und das Dach. Und am vierten Tag ist das Dach geschlossen worden und dann ist schon der Dachdecker die Firma Wöhrang gekommen. Also das war eigentlich super. Innerhalb von 5 Tagen ist das Haus fix fertig außen gestanden. War vielleicht für Frauen interessant, eine vorher saubere, gut riechende Baustelle. Kein Dreck, also nur die angenehmen Holzspäne. Also das hat mich nicht gestört zum Wegputzen. Im Gegensatz zu einer Beton- oder Ziegelbaustelle ist das ja ein Hammer. Und immer, wenn wir reingegangen sind, hat es so gut nach Holz gerochen. Das habe ich auch total gern gehabt.